Tanzen ist ihre Passion. 2021 hat sie Dancing Stars gewonnen. Im Jänner hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht. Der Napf für die Gästehunde steht bereit und ich bin bereit für Sie. Hallo Caroline Athanasiadis. Hallo, danke für die liebe Einladung. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, Gott sei Dank. Du warst ja, das war super, dass du zu meiner Buchpräsentation gekommen bist. Da war es nur ein bisschen stressig und deshalb haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit und Ruhe dafür. Ja, bei deiner Buchpräsentation haben wir uns kennengelernt. Genau. In deinem Buch geht es ja, also heute habe ich nichts zu tun außer, da geht es ja um den stressigen Mütteralltag und wie die das alles unter einen Hut bekommen. Mhm. Das Ziel von dem Buch war ja, dass man sich wiedererkennt. Und ich und die Mama haben uns gefragt, was ist, wenn man sich eigentlich nicht wiedererkennt? Und du hast gesagt, man erkennt sich wieder und wenn man sich nicht wiedererkennt, dann jemand anderen. Ja, das, also es ist so, dass man ja selbst, wenn man selbst keine Kinder hat, man ist ja von Kindern umgeben. Also ich meine, hoffentlich, ja, wenn man auf, vor die Tür geht und sowas, man mit der U-Bahn fährt oder im Restaurant ist oder einfach die Schwester vielleicht Kinder hat oder eben die beste Freundin ein Kind bekommen hat oder weiß ich nicht. Also man kennt Situationen mit Kindern und dass es einfach stressig ist für Mütter und Väter. Also ich nehme ja die Väter da überhaupt nicht aus. Und deshalb glaube ich, dass jeder etwas findet. Und es gibt ja auch so Paardialoge, also wenn man jetzt auch in einer Beziehung ist, also es sind ja auch die Beziehungen eben zum Ehemann oder zum Partner werden ja auch ein bisschen auf die Schaufel genommen dazwischen eben. Also ich glaube schon, dass man irgendwo immer irgendwie etwas findet, wo man sagt, okay, erwischt, könnte doch auf mich zutreffen oder habe ich schon mal gesehen. Das heißt, irgendwo sind wir eigentlich alle gleich. Ja, und das ist es ja. Ich finde, das ist ja eigentlich die Quintessenz von allem, dass man verstehen muss oder wirklich realisieren muss, dass wir alle gleich sind. Und das ist vollkommen wurscht, ob das in Amerika ist oder in Asien oder irgendwo. Im Prinzip wollen wir alle ein schönes, ruhiges, gesundes Leben führen, ein glückliches, so gut es geht, mit so wenig Problemen wie möglich. Und jeder, der Kinder hat oder von Kindern umgeben ist, weiß, dass es einfach stressig ist. Es ist wunderschön, aber es ist halt einfach stressig. Ja, schau, Mama und Papa müssen aufkommen und helfen und aufbauen und das machen. Das machen wir ja auch gerne, aber es ist halt einfach manchmal leichter und manchmal halt einfach schwieriger oder manchmal nerven die Kinder mehr und manchmal möchte man sie einfach auffressen, weil sie so süß sind. Also es ist ja beides da. Du bist ja selber Mama, ja. Also du kennst den stressigen Alltag. Wie entscheidet man dann, was ins Buch kommt und was nicht? Also ich glaube, man könnte ein unendlich langes Buch darüber schreiben. Ja, also ich wollte natürlich nicht meine Kinder da jetzt vorführen, ja, in dem Buch, sondern eigentlich nur die Situationen, die ich mit ihnen habe. Ich fand es aber nur so lustig. Es gibt halt so viele lustige Situationen mit den Kindern. Eben deshalb habe ich auch dieses Kapitel Kindermund drinnen, weil ich das total entzückend finde, was Kinder so von sich geben. Und sie sind ja oft der Spiegel von einem selbst, aber es ist einfach so lustig, dass das habe ich mir gedacht, ja gut, das muss ich mit der Welt teilen, weil das hat mich so zum Lachen gebracht und mir so viele schöne Stunden bereitet. Und auch, weil das wurde ich auch gefragt, warum ich also die Briefe an meine Kinder so öffentlich mache, da habe ich gesagt, ich das, was ich da hineingeschrieben habe, das sind die Werte, die ich vertrete, die ich auch möchte, dass meine Kinder wissen. Und ich sage, das ist mir wichtig im Leben. Und das sind Werte, die ich allgemein vertrete, ja. Also ich möchte einfach, dass sie weltoffen sind, dass sie höflich sind, freundlich sind, dass sie kommunizieren und nicht totschweigen, dass sie den lieben, den sie wollen, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, es ist mir wurscht. Das sind Werte, die ich vertrete und deshalb habe ich gesagt, habe ich kein Problem damit, das öffentlich zu machen, weil ich es wichtig finde, dass man Werte eben auch vertritt, wenn man welche hat, ja. Du hast mal erzählt, dass in deiner Küche ein Napf für Gästehunde steht. Ja. Gibt es den noch? Den gibt's und der wird gerade gebraucht. Ich habe gerade zwei Gästehunde, eine Windhündin und einen Mischling aus Sri Lanka, eine ganz süße Maus. Die zwei sind aber die besten Freundinnen, weil die Frauchen kennen sich beide sehr gut und die gehen auch immer gemeinsam Gassi. Und jetzt habe ich gesagt, ja, ich nehme sie beide gleichzeitig. Und das ist sehr lustig. Also in der Früh, wenn wir aufstehen, und jetzt habe ich zwei Näpfe. Ja? Ich habe zwei, damit sie sich nicht streiten. Aber normalerweise steht immer nur einer da. Aber jetzt habe ich zwei auspackt. Ja, sehr nett. Dein Tanzpartner bei Dancing Stars hat gesagt, ihr gewinnt nicht, weil es schon so gut gestartet hat. Du hast gesagt, warum machen wir es nicht andersherum? Machst du im Alltag oft Dinge andersherum? Ja, ich versuche, also ich denke mir,
wissen kann man sowieso nie. Ich versuche immer das Beste daraus zu machen und ich versuche auch immer, es eher positiv zu sehen. Und ich beschäftige mich erst mit Problemen, wenn sie auftauchen. Also ich versuche nie, wenn ich mich schon vorher fertig mache, und mir denke, ach, das könnte das passieren, und dann verliere ich schon so viele Nerven und dann passiert es nicht, dann denke ich mir, wozu? Also das, glaube ich, das könnten viele ändern, ja, einfach sich wirklich dann damit beschäftigen, wann es passiert. Weil ich glaube, dass man dann auch effektiver arbeiten kann, ja. Und ich habe auch zum Danilo damals gesagt, du, pff, warum? Wieso? Weil er hat mir dazwischen einmal gesagt, na, pass auf, wir müssen jetzt einmal... wir müssen das ein bisschen, weiß nicht, vielleicht sollten wir uns streiten oder so, vielleicht sollten wir irgendwas machen, damit das da so runtergeht, bevor es... Ich habe gesagt, nein. Ich habe gesagt, ich werde das nicht machen, weil das bin nicht ich. Ich kann nicht etwas vorspielen, das würde man mir sofort also ansehen. Ja? Ich rede auch frei nach Schnauze, das ist manchmal gut, manchmal nicht so gut und das taugt nicht jedem, aber ich fahre besser damit, beziehungsweise kann ich besser damit leben und ich muss mit mir leben. Niemand anderer muss mit mir leben, ja, mein Mann vielleicht, meine Kinder. Aber ich muss mich in den Spiegel schauen können und sagen können, hey, ja, ich mag dich oder das hast du gut gemacht oder das hast du vielleicht nicht so super gemacht, versuch das zu ändern. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und wenn man nicht zu seinen... Also wenn man da nicht steht dazu, zu dem, wie man ist, und sagt, ja, und wenn sie nicht mögen, dass wir uns gut verstehen, ja, was soll ich tun? Ja, dann sollen sie uns halt einfach rauswählen. Also, und ich werde jetzt nicht absichtlich schlechter tanzen oder mich nicht mehr bemühen, nur damit es dann schlechter ausschaut. Da habe ich gedacht, ich bin ja nicht blöd. Also es kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ja, also das mit dem, dass man sich schon im Voraus Gedanken macht über Probleme, kenne ich sehr, sehr gut. Also das ist auch normal, das macht man, das ist irgendwie so... Das macht man, gell? Man denkt sich, ach, ja. Oh Gott, wenn ich das jetzt mache, was passiert? Okay, ich finde, man sollte jetzt nicht irgendwelche Menschen beleidigen und dann im Nachhinein sagen, okay, gut, habe ich es mal probiert und dann sich entschuldigen. Man kann schon da überlegen, aber sonst kann man, finde ich, mehr auf sich zukommen lassen und wirklich schauen, was passiert, wenn ich das tue, so wie ich das fühle. Ja, weil, ja, weißt du, wenn du es nicht ausprobierst, dann, wie hat das Dory gesagt? Dory hat doch gesagt, er findet Nemo, ja, aber wenn ihm nichts passiert, dann wird ihm nie was passieren. Und das ist total, das fand ich so einen klugen Satz. Du musst auch mal Dinge passieren lassen, bevor du dann schaust, okay, gut, Problembewältigung, wie mache ich das? Ja, ich mache mir jetzt schon Sorgen über meinen zukünftigen Beruf, weil ich Angst habe, dass, weil mein Beruf so außergewöhnlich was ist. Was möchtest du denn werden? Naja, ich möchte zum Film, ich möchte Regisseurin oder Regieassistentin. Ja, also na und? Sowas. Das ist doch toll. Ja, und ich mache mir halt Sorgen, weil das so außergewöhnlich ist, dass ich keinen Beruf finde. Du wirst das, wenn du ein Ziel vor Augen hast und darauf hinarbeitest, du darfst dich halt nicht bei den ersten Hürden abhalten lassen, ja, weil sonst wäre ich auch nie da, wo ich jetzt bin. Weil ich sage, ja, du bist zu klein, du bist zu buschikos. Nein, das kannst du nicht, da schaust du nicht so aus, nein, das ist ein Gebiet, wieso du und so. Das hört man in dem Beruf dauernd, weil du wirst dauernd bewertet. Ich meine, du wirst ja nicht nur in dem Beruf, du wirst ja, gehst auf die Straße und wirst bewertet. Ja, das ist unsere Gesellschaft. Aber das muss dir wurscht sein. Viel wichtiger ist es, dass du eben dich selbst magst und sagst, nein, aber das ist das, was ich möchte, das ist das, was ich geben möchte, kann und du nimm alles auf, was du kriegen kannst, versuch so viel zu lernen, wie du kannst, weil das kann dir keiner wegnehmen und dann wirst du deinen Weg machen, wenn du sagst, hey, das ist es und du willst das, dann geht das. Aber nicht locker lassen einfach. Ja, das sagt die Mama auch immer. Also ja, das sagt sie richtig. Das ist richtig so. Gut, Mama, gut. Du hast mal erzählt, dass du, bevor du 50 wirst, noch in einem Film mitspielen möchtest. Ja. Welche Art von Film? Da muss ich dir ehrlich sagen, bin ich extrem offen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mir nichts verbauen will, weil aber in Österreich ist es ja oft so, wenn du sagst, ich will Komödie machen, dann kannst du nicht mehr in ernsten Filmen mitspielen, man wird immer so schnell in eine Schublade gesteckt, das halte ich ja überhaupt nicht aus. Ich bin ausgebildete Schauspielerin. Ich habe einen Horvath gespielt und ich habe einen Tschechow gespielt. Ich habe aber auch im Musical gespielt und Operette gespielt und Kinderopern und Kabarett gemacht. Also ich kann sowohl ernste Rollen als auch lustige Rollen spielen. Und ich hätte nichts gegen eine Komödie, aber ich hätte auch nichts gegen... Also ich sage jetzt mal ein Landkrimi, das fällt mir jetzt so ein, ja. Aber oder wirklich gegen einen historischen Film oder also ich bin da wirklich offen. Ich möchte einfach nur einmal diese andere Richtung auch sehen, ja. Also Fernsehen ist wieder was anderes als Film und das interessiert mich. Mich haben immer schon
neue Herausforderungen interessiert und ich weiß, dass ich es könnte und deshalb würde ich es einfach gerne ausprobieren und jetzt werde ich mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Stress habe ich jetzt keinen, also wenn ich jetzt nicht 50 bin, obwohl aber nur ein bisschen Zeit, dann geht das noch. Aber ich habe keinen Stress, aber es würde mich einfach wahnsinnig interessieren. Ja, man kann ja für alles offen sein. Genau, so ist es. Wie du gerade schon gesagt hast, du wirst nicht gerne in Schubladen gesteckt. Wurdest du schon mal in eine Schublade gesteckt? Einmal. Ich versuche immer, ich habe das Gefühl, wenn ich gerade irgendwas geschaffen habe, dann werde ich in eine reingesteckt, dann versuche ich wieder direkt rauszuhüpfen. Also ganz am Anfang, wie ich begonnen habe zu studieren, war es so, dass ich immer nur entweder sogenannte Hosenrollen gespielt habe, das ist Frauen, die in Männerrollen drin sind. Dann war ich immer die Dienstmagd oder das Mädchen, die Kinder. Ich habe ganz viele Kinderrollen auch gespielt, klar, aber ich bin noch klein, verständlich. Aber ich habe nie eine Frau spielen dürfen. Oder zum Beispiel, ich war auf einem Werbecasting, also ich war auf mehreren Werbecastings, immer für Mütter, weil ich war damals zu dem Zeitpunkt Mutter. Und ich war auch immer die einzige Mutter bei dem Casting, weil ich kannte ja die anderen Kolleginnen. Ich habe es nie gekriegt. Und beim letzten Casting war ich schon so angefressen, dass ich in die Kamera gesagt habe, ja, weil dann sagst du immer deinen Namen, wenn du dich vorstellst, hat er auch diesen Namen und ich habe das studiert und dann links, rechts und sowas, dieses Prozedere. Und das habe ich gemacht und dann habe ich gesagt, so, und ich heiße Carolina Dresiades und ich bin die einzige Mutter hier. Und ich weiß, ich werde es wieder nicht kriegen, weil ich da schon wie eine Mutter und das verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin eine Mutter, wie schaut eine Mutter auszusehen? Ich bin so aus. Die Casterin hat sich so abgehauen und gesagt, das zeige ich genau so dem Regisseur. Ich habe es wieder nicht gekriegt, wurscht, aber das ist halt so. Du wirst in eine Schublade gesteckt, weil man Typen vor Augen hat, ja? Wie zum Beispiel auch der Thomas Stipsitz, der halt einfach immer der Polizist war, ja? Oder der Tollpatsch. Ja? Und später ist es halt auch so, wenn ich mit den Kernanimationen unterwegs war, da war ich halt dann die lustige Hupfdohle und die lustige Kabarettistin, die halt irgendwie Männer mordend durch die Gegend wandert, nur weil wir das halt immer so, also weil wir halt das so... uns da, das war halt das, was wir verkörpert haben als Amazonen, dass wir uns den Platz der Männer nehmen und wir nehmen uns die Männer so, wie wir wollen. Ja. Und deshalb war das im Dancing Stars so lustig, weil ich das erste Mal halt als Frau gesehen wurde, ja, mit Kleidern und so. Und das war wirklich ein Knackpunkt für mich, ja, und auch aber für andere. Und jetzt merke ich aber auch bei vielen Interviews, dass die Journalistinnen und Journalisten mich schwer in eine Schublade stecken können, weil jetzt habe ich getanzt, ich moderiere, dann sehen sie mich halt auf der Bühne als Kabarettistin, dann hören sie mich vielleicht singen und denken sich, oh Gott, singen kann sie auch und so. Und das war eigentlich mein Ziel. Mein Ziel war es nicht eben, ach, die ist nur Moderatorin, mehr kann sie nicht. Und ich glaube auch, dass wir sehr viele Künstler im Land haben, die mehr können, als wir das wissen. Aber wir sehen sie halt einfach nicht, weil ihnen nicht die Chance gegeben wird, zu zeigen, was für Potenzial sie eigentlich haben. Ja. Also ich wurde noch nie richtig an der Schublade gesteckt, weil ich noch... Ja, du bist noch frei. Ich bin, ja. Aber aus so Schubladen kommt man ja ziemlich schwer raus. Genau. Deshalb gar nicht erst reinstecken lassen. Deshalb, aber das ist auch manchmal so, dass man ein bisschen mutig sein muss und auch das Vertraute zu verlassen. Ja. Weil natürlich könnte ich jetzt einfach die nächsten 30 Jahre weiter Kabarett spielen, werde ich auch machen, ohne nichts daneben zu machen. Das kann man auch machen. Das ist ja auch nicht verwerflich, wenn man sagt, ja, das reicht mir. Aber wenn man sagt, ich möchte mich auch von einer anderen Seite zeigen, dann muss man seine Komfortzone verlassen und halt einfach sagen, gut, ich springe ins kalte Wasser und mache was anderes. Du hast mal das Lied gesungen, ich möchte gern landen. Wo möchtest du gerne landen? Also urlaubstechnisch gesehen, mit dem Flieger, also ja, also ich bin wirklich extrem reiselustig, wenn jetzt das wirklich, wenn ich das auf ein Flugzeug ummünde. Ich brauche immer das Meer, das ist in Österreich natürlich ein bisschen schwer. Also überall, wo das Meer ist, fühle ich mich auch zu Hause. Da merke ich ja, die griechischen Wurzeln, die sind sehr tief in mir drinnen, die, ja, die drängen sehr nach draußen. Und sonst landen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin schon gelandet, weil ich mit meinem Partner, meinem Ehemann wirklich das Gefühl habe, angekommen zu sein, wenn man das so sagen kann, ja, mit meinen Kindern und der Familie, auch im Beruf. Also ich bin das erste Mal wirklich richtig glücklich und kann sagen, mir geht's gut. Natürlich, ich meine,
passiert hin und da, was ist passiert, es ist nie alles perfekt. Aber im Grunde genommen kann ich sagen, mir geht's gut und ich bin gelandet da, wo ich sein möchte. Ja, ist doch gut. Ja, das ist gut. Ich finde auch, das ist gut. Du bist ja halb Wienerin und halb Griechin. Mhm. Für die Wiener bist du zu quirlig und für die Griechen zu ruhig. Da sagt es mal, das ist sehr schwer zu vereinen. Was machst du dann, wenn sie sich einfach nicht vereinen lassen? Ja, es ist, das immer wieder bei den Schubladen, das ist halt total schwierig, gell? Weil man sich selbst nicht wirklich da verändern kann, charakterlich. Ja, ich bin so. Also ich bin halt einfach so. Meine Eltern haben es natürlich auch schwierig mit mir gehabt, weil ich immer sehr lebhaft war. Aber ich denke mir, ich versuche das Beste von beiden Seiten zu vereinen. Ja, weil die Wiener sehen mich dann als irgendwie die Exotin, merken aber, dass ich eigentlich von Grund an urwienerisch bin. Also ich bin eine Urwienerin. Ich bin sehr, sehr wienerisch in vielen, vielen Belangen und ich liebe diese Stadt auch unglaublich. Und für die Griechen bin ich halt dann manchmal zu extrovertiert in dem Sinn, weil die Griechen sind, also vom Temperament her bin ich zu ruhig, aber von dem, wie ich lebe, bin ich zu extrovertiert, weil die Griechinnen sind eher dezenter und in dem, wie sie sind, viele Griechinnen sind sehr elegant und sehr, also vielleicht einfach nicht so ausufernd, wie ich bin. Ja? Die Sprache ist zwar sehr laut und sehr extrovertiert, aber sie sind eleganter und ich bin da, sie sagen mir, mein Gott, jetzt machst du das auch noch und jetzt arbeitest du das auch noch und mein Gott und so weiter und bleib doch lieber, mach doch lieber weniger. Also das sind so, also für die Griechen bin ich da, es passt eh nirgendwo hin. Ja? Aber ich finde es auch ganz gut, weil wer sagt eigentlich, was normal ist und was nicht? Also wer hat denn da die Normen aufgestellt oder wie habe ich denn zu sein? Also deshalb denke ich mir, ja, wenn es wem nicht passt, dann, ja, dann muss er ja nicht mit mir reden oder sich mit mir abgeben. Ja, das finde ich sehr cool und vor allem sehr wichtig. Ja, und total. Ich glaube, das sollte ich mir vielleicht auch mal merken. Ja, es gibt für wirklich, es gibt für jeden, ich denke mir das wirklich auch, wenn du jetzt auf Facebook oder Instagram bist und dann postet man irgendetwas und einer sagt, ja, wen interessiert es, dann denke ich mir, ja, dann scroll doch einfach. Also ich meine, heutzutage doch nichts einfacher als wisch und weg. Aber wenn sich jemand Zeit nimmt, drunter zu schreiben, wen interessiert es, denke ich mir, hab dich schon. Ja? Und deshalb auch mit Menschen, man kann sich nicht mit jedem verstehen. Also da habe ich aber auch gebraucht, und da bist du auch noch zu jung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weil früher habe ich auch jedem gefallen wollen, weil du denkst, mein Gott, ich stehe auf der Bühne, es muss jedem gefallen und es muss alles passen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann machen, was ich will. Ich kann die geilste Sängerin und die beste Tänzerin und die großartigste Schauspielerin sein. Es wird immer jemanden geben, der sagt, das taugt mir nicht, weil. Ist auch sein Recht, aber da muss ich mich ja nicht mit dem abgeben, wenn es dann 100 andere gibt, denen es taugt und einem, dem es nicht taugt, wieso schenken wir dem die Aufmerksamkeit? Das ist auch immer, du machst 100 Mal was gut, einmal schlecht und dann hauen sich alle auf das Schlechte drauf, wo du dir denkst, warum? Das ist, man sagt auch, für eine schlechte Tat braucht es 10 gute Taten, dass du das wieder aufwiegst. Ich finde das so furchtbar, ja, also da finde ich, ist das Gleichgewicht irgendwie nicht gegeben. Deshalb, man muss nicht jedem gefallen. Ja, das werde ich mir hoffentlich irgendwann merken. Ja, begib dich, also umgib dich mit Menschen, die du magst und die dich mögen vor allem. Und wenn dich jemand kritisiert, dann nimmst du nur zu Herzen von jemandem, den du auch gefragt hast, wo du sagst, es interessiert mich, was du von mir hältst. Ja? Aber nicht von jedem, sage ich jetzt einmal, ganz salopp dahergelaufenen Typen. Ja? Das ist uninteressant. Danke. Ja, sehr gerne. Heute tritt sie ja mit deinem neuen Programm Souflaki Walzer auf. Worauf kann man sich freuen? Also worum geht's? Es geht um meinen Alltag eigentlich. Ich erzähle davon, dass ich eben einen Mann gefunden habe, der Wiener ist und ausschaut wie ein Grieche. Und wie das halt ist, wie meine zwei Seelen sich damit tun halt. Mit den Kindern, mit dem Mann. Wie es in Griechenland auch ist, also wie man dort feiert und wie man hier feiert, was es für Gemeinsamkeiten gibt. Und man kann sich freuen auf sehr viel Alltagsgeschichten, auf Musik und auf eine wirklich bunte Mischung, auch was die Musikstile angeht und sowas. Ich erzähle vom Musical, es ist auch ein Musical-Lied dabei und so. Also es ist auch für
für jeden Geschmack, sage ich einmal, was zu finden. Das heißt, unbedingt anschauen. Ja, man kann wirklich viel Spaß haben und auch Frauen können lustig sein. Du warst Bediener für zwei mit deiner Kollegin Gudrun Nikodim Eichenhardt. Mhm. Und da war die Aufgabe, dass die Quoten schlecht sind und du warst die beste Moderatorin und sollst jetzt leicht bekleidet moderieren. Stimmt, mein Gott. Deine Idee war zwar, es lustig zu machen, aber deine Kollegin hat gesagt, naja, ist es wichtig, als Frau lustig zu sein? Ist es in der heutigen Zeit eher wichtiger, leicht bekleidet oder lustig zu sein? Lustig zu sein. Also leicht bekleidet, also jeder, der sich leicht bekleiden möchte, bitte, das soll er machen, weil wenn er sich da wohlfühlt, ja, mir ist mal kalter, wenn ich leicht bekleidet bin. Aber ich finde Humor so unglaublich wichtig, weil wenn du Dinge nicht mit Humor auch betrachten kannst, ja, ich meine, ich wäre schon tausendmal gestorben, ich wäre schon verzweifelt, ja. Ich habe ja auch dieses Sprichwort nicht ärgern, nur wundern. Damit habe ich schon sehr viele Situationen wirklich gut überstanden. Und es heißt nicht, dass ich alles weglache und dass ich nicht ernsthaft sein kann. Aber wenn du dir immer wieder das große Ganze anschaust oder einfach versuchst zu relativieren, dann merkt man oft, dass man aus einer Mücke auch einen Elefanten macht. Ja? Und wenn du auch drüber schläfst oder wenn man im Streit, merkt man das ja auch, wenn du kurz mal drüber nachdenkst und dieses berühmte zähl mal bis 10 oder geh mal in einen anderen Raum, bevor du dann weiter schreist und sowas, ja, dass man allein in dieser Zeit schon merkt, mein Gott, also so wichtig, ist das jetzt wirklich so wichtig, ist das jetzt so essentiell? Es gibt natürlich essentielle Themen, über die sich streiten lässt, wo man sagt, da rücke ich nicht ab und das ist mir einfach so wichtig. Aber ohne Humor, glaube ich, wäre die Menschheit, würde sie nicht mehr existieren. Das sage ich vollster Überzeugung, weil der Mensch braucht Zerstreuung und der Mensch braucht gute Zeiten, weil sonst würden wir alle durchdrehen. Ja, wie wir gesehen haben in der Pandemie, ich meine, nach der Pandemie gab es so viele psychische Erkrankungen wie nie zuvor, weil es keine Zerstreuung gab. Ja? Und ob das jetzt Kabarett oder Theater oder Musik oder weiß ich, Sportveranstaltungen sind, ist wurscht. Wir brauchen Zerstreuung und wir brauchen einfach gute Zeiten. Also für uns. Ja, wir brauchen einfach Spaß im Leben, weil ich lebe nicht nur, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, dass ich auch ein schönes Leben habe. Ja? Also das vergessen wir oft ein bisschen. Zu lachen. Jeden Tag lachen. Aber achtet die heutige Gesellschaft nicht mehr darauf, dass die Frauen eher leicht bekleidet sind? Ja, natürlich. Natürlich. Es gibt dieses berühmte Sprichwort Sex sells. Das ist heutzutage immer noch so. Und es ist natürlich super, wenn ich mich hinstelle auf die Bühne mit so einem Ausschnitt und Bupidusing, ja, ist auch sicher, kommt gut an. Aber was ich schon glaube, ist, dass Männer an sich, es gab jetzt eine Umfrage, die ich sehr, sehr, sehr interessant fand, dass Männer stehen nicht auf falsche Brüste und falsche Lippen und auf roten Lippenstift und auf Schminke, sondern es ist ein bisschen so ein Trend zu dieser zurück zum Ursprung, oder wie soll ich das sagen, also zur Natürlichkeit, ja. Und ich weiß nicht, warum wir uns da so einen Druck machen, vielleicht ist es auch eben die heutige Zeit mit diesen ganzen Instagram-Fotos und mit den Filtern und was da alles, das ist ja nicht die echte Welt, das ist einfach nicht, ja. Und ich meine, das, Gott sei Dank, und das kann es auch nicht sein, also deshalb glaube ich trotzdem, dass Humor einfach wichtiger ist als ein großer Busen, weil ich glaube, dass wenn ich einen Mann zum Lachen bringe, der wirklich vom tiefsten Herzen her lacht, dass er sich länger an mich erinnert, als wenn ich einmal mit so einem Ausschnitt vor ihm stehe. Da bin ich schwer überzeugt. Außerdem glaube ich, dass die Frauen das dann gar nicht so interessiert, weil im Prinzip kennen sie ja alles. Also ja, da sieht man nichts, was Frauen noch nicht gesehen haben. Ja, eben, die Männer auch nicht, ganz ehrlich. Entschuldige, gibt ja nichts, was man nicht schon gesehen hat. Ja, okay, der eine ist vielleicht um 2 Zentimeter größer, der andere ist vollkommen uninteressant. Also ganz ehrlich. Also du kannst auch ins Burgtheater gehen und dir, weiß nicht, irgendein Stück anschauen, wo es nackert herumlaufen. Ich meine, ja, wenn das jemand, sage ich jetzt mal, geil findet, ja, aber das ist, weißt du, das sind ja einzelne Leute. Aber ich glaube, Humor ist wirklich nachhaltiger. Ja? Ich glaube einfach, dass du einen nachhaltigeren Eindruck hinterlassen kannst, wenn du als Frau oder auch als Mensch lustig bist und Humor hast.
Ja, aber wie gesagt, am Busen, dann kann man das Internet ein, schaue ich mir an, habe ich schon wieder vergessen. Ja. Das waren schon alle Fragen, aber ich habe noch eine Schnellfragerunde. Eine Schnellfragerunde, okay. Lieblingsfilm? Die unteren 10.000. Lieblingsjahreszeit? Jahreszeit Sommer. Lieblingsbuch? Buch? Hui, das ist wahrscheinlich die Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Also dieses Verdammnis, für die einzelnen drei weiß ich nicht, aber die Trilogie, die mag ich sehr, sehr gerne. Und das Parfum. Das Parfum von Süßkind, das sind so meine zwei, die liebe ich. Ja. Lieblingsbeschäftigung? Am Sofa liegen und schauen. Oder am Meer liegen und schauen. Lieblingsessen? Ich liebe faschierten Braten mit Kartoffeln. Lieblingslied? Das wechselt. Aber so eines meiner All-Time-Favorites, da gibt es einige, aber ich liebe zum Beispiel Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein von Münchner Freiheit. Das ist immer, wenn ich das höre, geht mir das Herz auf einfach. Aber ich habe sehr, sehr viele Lieder, die ich höre. Aber das fällt mir, also das ist so eins, das kann ich immer hören. Bühne oder Leinwand? Bühne, trotzdem. Ja, Bühne. Und Lieblingskinderserie? Lieblingskinderserie? Welche nehme ich da? Also Perrine ist es nicht, da habe ich immer geweint. Barberpapa. Ich liebe die Barberpapas. Ich habe die alle gesehen und ich habe mich sehr gefreut, dass sie dann wiederholt wurden, dass ich sie wieder anschauen kann als Erwachsener. Also da bin ich ein Barberpapa-Fan. Vielen Dank für das Interview, es hat mich sehr gefreut. Dankeschön, meine Liebe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich werde mir auf jeden Fall was mitnehmen. Ja, das freut mich. Bitte, merkt ihr das. Nicht aufgeben.